Thomas Brendel bei uns, der neue Trainer von Borussia Fulda. Erstes Spiel heute in Rot-Weiß, sicherlich eine unglückliche Niederlage. Woran hat es gelegen, Ihrer Meinung nach? Ja, also ich denke auch, dass es hätte nicht sein müssen. Wir hatten zumindest einen Punkt verdient, das ist meine Meinung. Und wir haben das über die gesamten 90 Minuten eigentlich sehr ordentlich gemacht. Für die kurze Vorbereitungsphase, wo wir gehabt haben, waren wir eigentlich taktisch wirklich heute gut eingestellt. Wir haben uns was zurechtgelegt. Das hat die Mannschaft komplett gut umgesetzt. Ich bin eigentlich wirklich top zufrieden mit der Leistung, mit der Einstellung der Mannschaft. Das Einzige, was heute nicht gepasst hat, war das Ergebnis. Ja. War es die Chancenauswertung dann im Endeffekt? Ihr habt es ja wirklich bis vor den 16er gut gespielt. Oder war es dann vielleicht auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, das Ding dann auch mal dann noch zu Ende zu spielen? Ja, kann ich nicht genau sagen. Ich meine, klar verdienen wir bei dem ersten Tor einen unglücklichen Ball in der Situation, wo wir uns dann irgendwie spielerisch befreien wollen und eigentlich unnötig. Und bei der Standardsituation, okay, da kann halt immer mal einer durchrutschen. Aber ja, was mir halt zum Schluss ein bisschen gefehlt hat, klar haben wir zum Schluss noch mit der letzten Aktion dann die Möglichkeit zum Ausgleich gehabt. Aber da hätte mir doch dann ein paar ruhigere Momente hätten mir dann doch besser gefallen, wo man halt einen Ball mal laufen lassen und nicht so in Hektik verfallen. Das war dann zum Schluss zu viel, ja, zu viel Hektik. Und aber wie gesagt, für die kurze Vorbereitungsphase kriegen wir nicht alles rein und innerhalb von 3 Tagen. Und da müssen wir halt in Zukunft dran arbeiten und dass wir da ein bisschen cleverer in Zukunft sind. Ja, ansonsten der Start jetzt in Fulda, 2 Trainingseinheiten hinter sich. Wie ist so der erste Eindruck von der Mannschaft? Ja, sehr positiv eigentlich. Also ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die Mannschaft ja so einen positiven Eindruck bei mir hinterlässt, weil sie ja doch in der Vergangenheit doch einiges mitmachen musste. Ne? Und wobei sich natürlich aber zu Recht in die Situation noch gebracht hat, wahrscheinlich durch die Leistung, die sie gebracht hat oder auch nicht gebracht hat. Aber ich habe der Mannschaft doch gesagt, das müssen wir alles ausblenden. Es nützt nichts, wenn wir uns darüber noch unterhalten, was in der Vergangenheit war, sondern Tag jetzt zählt und wir haben viele Spiele noch vor der Brust, da wo es um Punkte geht und da müssen wir uns aus der Situation selber befreien. Und die Mannschaft zieht gut mit. Es ist überhaupt nichts vorzuwerfen. Ganz im Gegenteil, ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ja, von Verunsicherung war heute auch wenig, hat man wenig gesehen. Ja. Wurde ganz einfach auch viel geredet jetzt in den 2 Einheiten, die nur zur Verfügung standen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, die Mannschaft innerhalb von 2 Tagen mit Informationen zuzuschütten. Muss mal gucken, dass man schon die richtige Mischung auch findet, weil zu viel ist wahrscheinlich dann auch nicht gut. Wir haben uns ein paar wesentliche Punkte rausgesucht, auf die wir uns konzentrieren wollen. Und diese wesentlichen Punkte, die waren heute wirklich gut, die haben wir gut umgesetzt. Und sicherlich müssen wir in Zukunft ein bisschen mehr reden. Ja. Es gibt viele, viele Baustellen, wo wir angreifen müssen. Und, aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit und da gibt es genügend Punkte noch zu vergeben und genügend Tage zu trainieren. Wie schnell war die Entscheidung klar, dass sie sich Borussia Fulda anschließen wollen dann auch? Ja, also ich musste eigentlich nicht so lange jetzt überlegen. Also ich glaube, die Gespräche gingen über 2 Tage oder auch 3. Und ja, das hat mich alles sehr überzeugt, zumal ich auch weiß von meinen aktiven Spielen früher, dass halt Fulda auch ein Traditionsverein ist mit viel Substanz, mit viel Tradition. Und ich glaube, dass in Zukunft da wirklich was zu erreichen ist. Ja. Heißt aber in dieser Saison natürlich nur Klassenerhalt? In der augenblicklichen Situation müssen wir natürlich da mit uns beschäftigen. Ja. Also da zählt natürlich nichts anderes als ein Klassenerhalt. Also wir haben 9 Punkte und nach dem Spieltag sind es immer noch 9 und da müssen wir uns so schnell wie möglich befreien. Ja. Ja. Jetzt ist der Vertrag, läuft bis Ende der Saison, aber Sie können sich dann sicherlich auch vorstellen, wenn man den Schritt dann macht nach Fulda, dass das längerfristig dann auch laufen könnte, je nach Verlauf jetzt. Ja, wie gesagt, je nach Verlauf. Man muss dann mal schauen, wie wir dann auch die nächsten Spiele auch bestreiten, wie das dann alles zum Saisonende auch aussieht. Aber grundsätzlich klar, also ich bin nicht nach Fulda gekommen jetzt, um kurzfristig mal die Stadt kennenzulernen. Ja. Der Aufwand ist dann sicherlich relativ hoch für Sie, bleiben wahrscheinlich in Eschborn leben, pendeln dann. Genau. 3-4 Mal die Woche Training, wie haben Sie das so angedacht? Jetzt die Woche haben Sie eine mehr eingeschoben. Ja, also ich muss auf die aktuelle Situation ein bisschen Rücksicht nehmen und muss auch gucken, dass wir nicht zu viel machen. Wir müssen schon irgendwie ein bisschen dosieren, aber es ist richtig, dass ich jeden Tag pendeln werde und weil ich ja noch berufstätig bin und das auch nicht so ganz vernachlässigen kann. Ich kann mir natürlich meine freie Zeit nehmen, das ist nicht die Frage, aber ich denke, 3-4 Einheiten werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt heute, sind Sie dann von Eschborn kurz rübergefahren oder sind Sie vorher nach Fulda gefahren, sind mit der Mannschaft angereist? Nee, ich bin ganz normal mit dem Bus von Fulda aus gefahren. Ich bin heute Morgen mit dem Zug nach Fulda gefahren, habe mich dann in den Bus gesetzt und bin wieder runtergefahren. Und ja, aber das gehört auch dazu. Ich meine, ich bin Trainer der Mannschaft und somit setze ich mich auch in den Bus. Gut, und reisen auch wieder mit ihm heim? Ja. Gut.
Ja, dann soll mir das auch erstmal genügen. Dann bedanke ich mich und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.